Hi Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf dem True Farming Kanal. Wir müssen uns ein bisschen beeilen. Es brennt nämlich am Maschinenhandel tatsächlich. Oh meine Güte. Hallo Einstein. Weil der Eduard ist nicht da. Wie müssen wir uns jetzt beeilen? Wir müssen da hin. Stress ist das hier, das ist ein Stress, sag ich euch. Bürgermeister bin ich auch noch. Leute, ich bin Bürgermeister, verdammt! Auf wie geht's, auf wie geht's? Hey, hey, hey! Oh. Ehrlich, oh mein Gott, hier sieht's ja aus. Glaub ich leer, Alter. Hallo. Moin, moin. Moin, Andi. Oder Mahlzeit oder Abend ja schon fast, ne? Oh, alles gut? Oh, ach, jo, ist ja schon fast Abend, ja. Ja, soweit, alles, tutti. Denke das ich. Ist ja. So ich wollte Vollzug melden. Vollzug? Ja, ich habe Ballen gefahren. Ja, genau, aus dem Knast. Es war fast wie Knast. Oh, mein Ohr! Das kann sein, glaube ich. Oh. Aua, ja! Oh. Bergmann. Hi. Hi. Bestellung. Och, nö. Ja, doch. Jetzt damit die 5 Minuten warten können. Warum? Einfach so. Okay, bis in 5 Minuten. So. Ja. Kann ich mit telefonieren? Ja. Das ist gut. So halbwegs. Ganz schön laut, ne? Oh ja, das war. für die ganz Tauben. Ja, gut, wenn man im Traktor sitzt, wo. Ja, stimmt, das kann man sich mal ein bisschen dröhnen, ne? Je nach Alter der Maschine. Richtig. Das ist richtig. Also du willst Vollzug anmelden. Also, nee, warte mal. Also Arbeit erledigt anmelden eigentlich. Ach so. Ich hatte ja die Ballen gefahren und dann hatte ich auch noch ein bisschen das Feld gekalkt da oben und damit bin ich jetzt eigentlich durch. Ja. So, du, ich musste da, also du bist echt ein Knorke-Kerl, ne? Das kann ich nur Arbeit zurückgeben. Alles soweit und so und hat sie echt toll und super gemacht. Ich habe aber leider gerade nichts mehr. Oh so. Nö. Dein Ernst? Ja. Leider. Aber eine Idee. Das hört sich gut an. Die ist immer gut. Könntest dich mal beim Hof Rheingrub melden. Das ist unser Müller hier. Quasi, also der hat so eine Mühle, weißt du? Okay, was macht der da so? Mehl und sowas alles macht er. Und hat halt eben auch eigene Felder, um halt eben die Mehlbude zu bewirtschaften. Hof Rheingrub, wo ist der denn schon? Hof Rheingrub, das ist bei der Parzelle 135. Okay. So ziemlich westlich gelegen von hier, so nordwestlich. Ja. Ach da. Okay, ja. Also meinst da du, weiß du, bei ich dem auch soll ich jetzt einfach mal vorbeifahren, oder was? Ja, genau. Also bei dem weiß ich auf jeden Fall, der braucht definitiv Hilfe. Weil der ist nämlich nur alleine da. Der hatte schon mal irgendjemanden dabei, aber das ist wohl irgendwie dann doch nichts gewesen. Und ja, der sucht auf jeden Fall händeringend Leute. Okay. Meinst du, kann ich einfach so hin, ja? Ja, ich denke schon. Ich denke schon. Gehst du hin? Das ist ein todlieben Kerl. Ehrlich. Okay. Ist auch ein extrem guter Kunde hier von uns. Auch immer lieb und nett, unglaublich.
Einfach hingehen, sagen, hey, ich bin der Andi. Ich habe gehört, du brauchst oder du hast Arbeit. Und dann macht er den Rest schon. Okay, ja, dann versuche ich da mein Glück. Ja. Erstmal. Ach, der wird bestimmt irgendwas für dich haben, also auf jeden Fall. Okay. Ja, schade eigentlich. Ich habe gehofft, ich kann hier noch ein bisschen länger bei euch bleiben. Das hat eigentlich sehr viel Spaß gemacht. Wenn, also ich habe vor, dass wir ein paar mehr Felder bekommen und sowas. Ja. Wenn wir dann wieder ein bisschen mehr Hilfe brauchen, dann komme ich sehr, sehr gerne auf dich zurück. Alles klar, sehr deswegen, gerne. Nummer haben wir ja, das passt ja alles. Und da komme ich auf jeden Fall auf dich zurück. Okay, jupp, dann machen wir das so. Super. Vielen, vielen Dank nochmal dafür. Und hier, guck mal, jetzt nochmal einen kleinen Obolus obendrauf, bitteschön. Oh, dankeschön. Ja, dann danke ich auch und wünsche dir erstmal alles Gute bis dahin und dann hoffe ich, dass wir uns demnächst wiedersehen. Ja, ich hoffe doch auch, ne? Alles Klärchen. Ja. Versuche ich mal mein Glück und ich suche mal laut Karte da hochzukommen. Das Navi wird das schon finden, glaube ich. Ja, doch, auf jeden Fall. Navi funktioniert ja eigentlich ganz gut. Ja, guti. Mach's gut. Ja, mach gut. Tschüss. Ah, da geht der Nächste. Aber ich habe halt echt nichts zu tun für ihn, zumindest nicht auf dem Felde. Aber was könnte er? Könnte er jetzt auch sowieso nichts machen? Ach, das ist doch er. Naja, was soll's. Wie gesagt, ich würde mal gerne. Okay, das muss probieren. Halt. Oh. Ja! Ja! Die 5 Minuten rum? Ja. Glaube ich. Bis dahin. Ja, tschüss. Wie, tschüss? Hast du gesagt, bis denn? Ich habe gesagt, ich will bestellen, Mann! Ach so, du willst bestellen! Los mit dir! Ja, Mensch, ey, ja, Entschuldigung, Mann. Ja, kann losgehen, Oma. Oh. Warte mal, wer bist du überhaupt? Alter Knacker. Alter Knacker. Hallo, Juppenfiedel. Oh, hallo. Alter doch Knacker ist... kann doch nur Bergmann sein, oder? Ja, richtig, ganz genau. Ich kam nicht drauf. Warte. In Klammern, Bergmann. So. Joris, kannst also, kleinen Augenblick, kannst du warten? Vielleicht? Ja. Okay, super. Ja, alles klar, alter Knacker. Bergmann, leg mal los. So, das ist hier die neue Rubrik Pumpen Hoses. Pumpen Hoses. Ja. Yeah. Ganz rot. Nee, warte mal, das war was anderes. Mhm. Ja, bitte. Den H2040 Front. H2040 Front. Ja. Den JC550 Standard. JC550 Standard. Ja. Den PW121. PW121. Kompaletta. Komplett. Ja. Hasse. Habe ich. Dann den HS5100. HS5100. Ja. Nur jetzt gucken. Das ist die Scheibenecke. Die BS900. BS900. No. Ja. Grünland brauche ich auch noch was. Die, nee, das ist Schlitz. Das will ich nicht. Schlitz. Die SPC. 1230. PC 1230. Ja. Jo, 1500 Meter Schlauch. 1500 Meter Schlauch. Farbe? Ja. Komm mir jetzt nicht mit weiß. Das ist bei Kacke ein bisschen doof. Blau. Blau. Okay. Blau, genau. Ja. Haben wir. Wie weit ist mein John Deere? Was war mit dem übrigens nochmal? Ey, das ist ja nicht dein Ernst, das hab ich dir schon dreimal gesagt jetzt. Ach, war das die Durchsicht? Richtig. Ja, der ist durchgesehen. Gut, hole ich später ab. Super.
Informierst du, wie lange dauert denn das, bis die Teile also da sind? Denk mal. Die werde ich in ein paar Stunden da haben. Gut, also. Ja, bin ich um 15 Uhr da, um 17 Uhr da und hol den Scheiß ab. Ja, okay. Ja, bis später. Ja, bis später. Ciao. I. Juri. Was ist denn das da für ein Milchkannenanhänger hinter dem Unimog? Warte mal. kennst du diese Bilder mit so einem Sattelauflieger, so ein Tieflader, weißt du? Und dann ist da so ein Bobbycar drauf gespannt. Ja. Genau so sieht das auch aus. Ja. Du, keine Ahnung, ich weiß nicht, was das hier soll. Okay. Das weiß ich halt wirklich gar nicht. Das ja, ich habe gehört, du bist neuer Bürgermeister. Ja, ich bin Bürgermeister. Bürgermeister, was für ein Burger? Eher so Chicken oder eher so Cheese? Cheese. Aber warum gibt's eigentlich nur Chicken oder Cheese? Warum gibt's keinen Chicken Cheeseburger? Chicken Cheese gibt es. Echt? Ja. Muss mal zum Restaurant zur Goldenen Möwe gehen. Okay. Das ist genauso, weil wir jetzt gerade drüber sprechen. Ich wollte eigentlich was ganz anderes, aber ist mir jetzt gerade egal. Warum gibt es nur Vollmilchschokolade mit Karamell und keine weiße Schokolade mit flüssigem Karamell drin? Boah. Darüber habe ich noch nie nachgedacht. Weil weiße Schokolade ist geil und Karamell ist geil. Und geil zusammen ergibt auch supergeil. Supergeil. Ja, das ist richtig. Okay, ich merke, aber warum weiß ich auch nicht. Nee, pass auf, Jupp. Ja. Und zwar ist es so, meine alte Tante Erna, die olle Schreckschraube. Ja. Ne, 90 Jahre alt, 5 Millionen auf dem Konto, aber total unbeliebt. Ne, ich hab dir ab und zu mal einen Rasen gemäht. Ja. So, die hat jetzt, ne, ist jetzt down under. Was ist denn jetzt schon wieder los hier? Ja. Die Krise. Ja, die ist down under. Auf jeden Fall habe ich von der ein bisschen Geld bekommen. Und jetzt überlege ich mir nebenbei vom Bauhof noch ein bisschen was eigenes. So ist die down under. Ah. Oh, lol. Die beguckt die Radieschen von unten. Du. Mensch, jetzt verstehe ich das. Ja, okay, also du hast ein bisschen Geld. Genau. Yeah. Ich interessiere mich tatsächlich für Fläche 19, weil wie gesagt, ich würde halt neben dem Bauhof gerne ein bisschen was Eigenes aufbauen. Das ist halt direkt neben meiner Arbeit, also optimal. Ja. Yeah. Genau, und da du Bürgermeister bist, dachte ich, muss ich ja sowas bei dir auf jeden Fall schon mal anmelden. Ja. Oder? Ja, die willst du haben? Da würde ich zumindest schon mal Interesse für anmelden wollen, ja. Okay, ja. Okay, dann reserviere ich die erstmal schon mal für dich im Kopf. Und auch genau. Zettel. Warte mal. Bitte. Feld 19. Direkt. So. Perfekt, ja. Genau. Okay. Ja, ich muss mal gucken. Ich habe mal mit so einem Gärtner gesprochen. Hm. Ne, wir haben hier nur so alle Olivenreben in unserer schönen Stadt. Will ich aber nicht. Also der verkauft schon so richtig große, schöne Olivenbäume, die du mit so einem Schüttler ernten kannst. Ja. Der wollte mir da mal ein Angebot machen. Vielleicht fange ich da ein bisschen mit Oliven an. Gut, das wäre eigentlich gar nicht mal so schlecht. Finde ich gar nicht mal so schlecht hier für unser Örtchen. Nee, ne? Wenn das hinhaut hier, von wegen Wetter, Wärme und sowas alles, dann warum nicht? Hast du mal den Finger angesabbert und in Luft gesteckt? Warte. Bin still. Ist warm, oder? Ja, das auch. Siehst du? Müsste doch passen. Ja, das müsste passen, ja.
Nee, ja. Gut, warum auch nicht, ne? Und wenn hier schon Weintrauben wachsen, dann soll das mit Olivien ja bestimmt auch gut sein. Ach, hallo! Bestimmt. Hallo, Herr Rosenberg. Hallo, Herr Fiedler. Ich grüße Sie. Oh, Moment. Ja, bitte einmal den Helm abnehmen. Vielleicht sollte ich den Helm aufsetzen, dann kennen Sie mich besser. Ah, ja. Perfekt. Ja, hier den 80er Jahre Ferrari Testarossa Schnauzbart, den erkennt man auf jeden Fall. Wow. Scheiße, gibt es hier keine Fettmütze? Das ist ja richtig low budget. Low budget? Es gibt keine Fettmütze, das fasse ich nicht. Nee, gibt's auch nicht. Boah, tatsächlich. Das ist ja. Nee. Dann dafür die. So, was ich aber sagen wollte. Meine Herren, haben Sie was gegen meine Mütze? Nein, alles gut, alles gut. Alles gut, Herr Sachs. Wow. Ich wollte unbedingt mit Ihnen sprechen, Herr Fiedler. Sie sind ja jetzt kommissarischer Bürgermeister und ich wollte da was loswerden. Ich habe jetzt mit dem Herrn Wartling auch schon gesprochen. Ja. Und zwar geht es um den Hof da oben. Ich habe mich entschieden, der Wartlinger hat mir ein Angebot gemacht oder hat mir zumindest einen Hinweis gegeben. Der hat gesagt, dass der Lindighof jetzt aktuell wahrscheinlich zum Verkauf steht. Ja. Und ich weiß nicht, was mit den Maschinen und den ganzen Anbaugeräten da drauf passiert oder sonstiges. Ja. Und da wollte ich nochmal nachfragen. Und dann ist es so, dass ich ja so einen, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, schmutzigen Kredit bekommen habe. Ja. So, von dem, und also Geldern da, die der Herr Breitenstein da veruntreut hat. So, ja. Jetzt bin ich aktuell blank, habe eigentlich noch 700.000 Schulden, so prima Daumen. Oben mein Hof ist aktuell beschlagnahmt und ich wollte halt ganz gerne fragen, ob man das mit dem Kredit irgendwie, dass ich das, wenn sich das bewahrheitet, dass das aus den Geldern ist, dass man das zurückgängig machen kann. Ich würde auch, ich habe da jetzt ja da oben auch schon investiert und alles und würde da das alles der Stadt halt übergeben und überlassen zur Versteigerung oder dass sie vielleicht dann, dass man da vielleicht einen Käufer für findet, der das weitermacht oder so. Welche jetzt ihren alten Hof? Ja. Also den Hof. Ja, da gibt es schon ein Ballenlager und naja, dann sind schon viele Erdarbeiten gemacht worden. Ein großes Silo gibt's, zwei Hallen stehen da schon drauf. Ja. Yeah. Kleiner Wohndings ist drauf und alles, naja. Also wäre Kapital quasi da? Der Hof, auf jeden Fall. Da ist ja schon investiert worden. So, und dann ist ja auch die Frage, die Pachtfelder, das ist ja auch alles nicht offiziell gemacht worden. Das ist ja eh erstmal alles weg. Ja. So, und dann wollte ich jetzt einfach mit Ihnen mich nochmal zusammensetzen, ob man da jetzt mit dem Lindichhof, ob ich da irgendwie einen Neustart hinbekomme. Schwierige, verzwickte Sache, aber... Ja. Das Gute ist, sie haben ja den einen Hof. Das stimmt, theoretisch, ja. Wenn die Gelder veruntreut sind, haben sie damit ja nichts zu tun. Klar fehlen jetzt quasi diese 1 Million Kredit, aber... Naja, ich muss aber dazu sagen, ich weiß nicht, das müsste vielleicht auch nochmal geprüft werden. Und zwar die Frau Valerie von Breitenstein. Ja. Hat 360.000 Euro oder 350.000 Euro von mir bekommen. Ja gut, das wäre ja dann in dem Fall eigentlich nicht. Das, naja, genau, und das lief aber über den Wartlinger. Also theoretisch, das Geld müsste da sein. Ja. 350.000, das heißt, eigentlich ist es nicht 1 Million, die da veruntreut, ne, also die da fehlt sozusagen durch Herr Breitenstein, sondern sind es nur 650.000. Ja. Ja, und dann steht halt oben noch das ganze Zeug. Ich meine, die Maschinen, was ich da gekauft habe, alles, das ist ja alles von diesem veruntreuten Geld. Das wird mir ja alles wahrscheinlich jetzt auch weggenommen. Ja, gut, die Frage ist jetzt, ob das wirklich weggenommen werden kann. Ja, also ich will es mal so sagen, wenn ich das irgendwie auf Null setzen kann, dann gebe ich das gerne zurück. Ich bin der Letzte, der da ein Problem mit hat. Also Sie wären quasi bereit, oben Ihren Hof, alles was da ist, als Kapital quasi zurückzulassen? Genau, um das irgendwie, diesen dubiosen Kredit da zu tilgen sozusagen. Ja. Ne, und dann mit Ihnen oder dem neuen Bürgermeister dann, aber auch gerne mit Ihnen einfach eine neue, ordentliche Finanzierung aufzusetzen von einem sauberen Kredit,
wo es auch vielleicht einen Vertrag dazu gibt. Und über eine Felderpacht zu reden und dass ich da oben, ich weiß ja nicht, was mit den Fahrzeugen passiert vom Lindichhof, da ist, war der ja mit drin verwickelt gewesen. Für die Fahrzeuge vom Lindichhof, da wäre aber dann auch später noch einmal eine Information gekommen. Ja. Da ist für den Freitag eine Auktion anberaumt. Also das wird versteigert? Genau. Also die Fahrzeuge daraus, okay, werden versteigert. Okay. Ja gut. Weil das lief ja auch nicht so ganz koscher, was da oben war. Ach, da auch nicht? Nee, da war wohl auch irgendwie so ein bisschen was im, okay, Hintergrund, sag ich mal. Gibt es denn schon eine Bezifferung, was der Lindichhof kosten soll? Also für was der einen neuen Pächter sozusagen, welche Richtung das gehen wird? Aktuell habe ich davon noch keine Bezifferung. Da müsste ich auch erstmal noch einmal hinfahren und schauen. Ja. Und einmal in den Akten nachgucken. Ja. Da könnte ich mich dann aber bei Ihnen auf jeden Fall melden. Ich denke aber mal, meiner Meinung nach, dass Sie eigentlich auch ganz gut aufgehoben sind hier im Ort, würde ich da auch irgendwie ziemlich alles daran setzen, was mir jetzt aktuell möglich ist, natürlich in Verbindung mit dem Herrn Wartlinger. Ja. Dass wir das unter Dach und Fach kriegen, dass sie das auch so dann weitermachen können. Okay. Ich sehe halt eben weniger das Problem darin, in dem laufenden Kredit von dieser, ja, jetzt noch 750.000 oder sowas um den Dreh. Ja. Als, Oh, Moment. Was ist mein Telefon? Hallo? Ja. Großberg! Wartlinger! Ja! Ja? Du, ich habe eine Idee. Ist der Fiedler bei dir? Ja, warte, ich mach laut hier. Ja. Ja, war Wartlinger ist dran, Herr Fiedler. Ja. Ehrenwerter Meister der Bürger. Ja. Ich habe eine Idee. Eine Idee, ja. Ja, da gibt's doch so ein kleines finanzielles Problem bei der Stadt. Ja. Ja, was halten Sie davon, wenn ich mein, also ich muss halt mein Sägewerk erweitern. Ja. Wie jetzt? Also wir haben kein Geld und du willst noch mehr ausgeben? Ja, das ist doch vom Staat, das ist doch nicht von der Stadt. Ach so. Doch Staatsforst. Ach, ja, dann, ja, dann, ja. Dann rede ich mit meinem Spezi, weißt du, ein Minister für Forst. Ja. Und dann kaufen wir das Gelände da, wo ich da, weißt du schon? Ja. Vom Rosenberg. Ah. Dann kommt ein bisschen Kohle in die Stadt. Ja, das stimmt. Also nur ein Vorschlag. Ich weiß nicht, was der Rosenberg davon hält. Das ist eigentlich ganz gut, weil der Herr Rosenberg würde das halt eben zurückgeben wollen quasi. Damit hätten wir dann quasi das Kapital wahrscheinlich wieder raus, was er jetzt noch offen hätte. Richtig. Vielleicht. Ach so, Sie, jetzt habe ich es verstanden. Sie wollen meinen alten Hof quasi übernehmen, um Ihr Sägewerk zu vergrößern. Ja, weil das Gelände, wo das Sägewerk drauf ist, ist halt platztechnisch ein bisschen eingegrenzt durch die Felder und so. Ach so, na, da können Sie das quasi über Beförderung quasi andersweitig Geld in die Stadt holen. Richtig. Ja, aber dann könnt ihr einen Minister fragen und wenn der zustimmt, der stimmt dazu, gibt es ein bisschen ein Whisky, dann passt das schon. Ja. Dann kriegen wir ein bisschen Kohle in die Stadt. Das Gelände ist auch gut verbracht und ich hab Platz. Ja, perfekt. Ja, und Sie haben dann hinterher quasi wieder eine Null. Und ich habe wieder eine Null. Oder vielleicht noch ein bisschen was mehr. Und kann mir bei Ihnen einen neuen Kredit holen, der offiziell und sauber ist, kann den Lindichhof übernehmen und kann an der Fahrzeugversteigerung vielleicht noch teilnehmen. Ja, und mega. Die Sache, die am Hof stehen, die wir haben, die können wir ja nur versteigern, weil die brauchen nicht und dann haben sie noch ein bisschen Kohle. Am Lindichhof? Nein, eher noch Fahrzeuge, die am Hof stehen. Ja, wenn die nicht Dings, dann klar. Ja, die genau, sind ja auch fix geschrieben. Das ist ja nichts mit dem Hof. Das wäre, stimmt, das könnte man natürlich auch, dann könnte man die mit auf die Versteigerung vom Lindig mit beitun. Ja, dann sage ich, wie es ist, alles weg und ich fange neu an, ganz ehrlich. Ja, dann machen wir das so, weil ich würde ganz echt ehrlich sagen, also ein Kredit für Sie würde da definitiv nichts im Wege stehen. Okay, und wehe, du vergisst deine Wurzeln, Rosenberg. Alles klar, Burschen, ich telefoniere mit dem Minister. Ich melde mich später. Ja, mach das mal. Servus. Joris, ich habe mit Erik schon geredet. Der hat mir nämlich meine Auszahlung gegeben für die Baustelle beim Biobauern. Okay.
Und ich habe gesagt, egal was ist, ich bin immer dabei. Und da wollte ich gleich das sagen, sie sollten unbedingt zu dem Dings gehen, zu dem, sagen Sie es doch gleich, zu Herrn Schneider, die Biogasanlage. Ich weiß nämlich, dass der auch Förderung vom Bürgermeister versprochen bekommen hat und dass alles geplatzt ist und der seine Biogasanlage jetzt nicht umbauen kann. Nur mal so als Tipp, was ich so mitgekriegt habe. Es ist halt der Mercedes, Herr Schneider. Soll ich da jetzt hin oder Juppenfiedler? Naja, ich sag mal so, wenn das mit der Förderung geklärt ist, müssen wir da auf jeden Fall oben aufschlagen, weil dann geht's da richtig scharf. Der wollte da eigentlich ein bisschen was machen. Ja, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Die Biogasanlage ist ja halt schon älter und naja, reparaturbedürftig. Nicht, dass dann auch was passiert. Ja. Wir können ja mal gucken, da wird es ja mit Sicherheit auch irgendwas Staatliches geben, was gefördert werden kann. Genau. Wow! Hallo, der? Alter Knacker, Herr Bergmann. Bergmann, bist du besoffen? Warum schleichst du dich denn so an? Sag mal, wie sprichst du mit mir, du Weichpedi? Du haust doch immer ab, wenn die Bullen kommen, nicht ich. Bullen? Wo? Ja, gut. Herr, Herr Bergmann, mal, tief Joris? Im Innern, da, bei Ihnen, im Herzen. Ja. Was machst du jetzt? Ich war gerade bei Fiedel, weil meine Tante Erna ist down under und ich habe ein bisschen Geld und ich will mir ein Feld kaufen und selber ein bisschen was neben dem Bauhof aufbauen. Sehr schick. Kann ich das Fahrzeug kurz ausprobieren? Ja. Ich müsste immer schnell nochmal zu der Polizeidienststelle zum Herrn Wartlinger fahren. Ja, leite mal aus. Mich anschalten. Ja, ich sag dem jetzt, dass du hier bist und der kann dich hier abwarten. Haha, tschüss. Ich hoffe, der nimmt dir deine komische Mütze ab. Das sagt der Richtige. So, warte, ganz kurz. Herr Bergmann, ich würde sie doch niemals verraten. Vor allen Dingen weiß ich da gar nicht, um was es geht, jetzt mal ohne Witz. Dann gut. Ist ja gut. Herr Bergmann, howdy, Partner. Du verfluchter Tulier. Ich bin hinter dir, nicht vor dir, du Tulier. Okay, alles klar. Herr Bergmann, ciao. Ja. Oh Gott, tschüss. Kann ja nicht wahr sein. Hallo. Hallo. Nein, nix da. Was der alte Knacker hier von uns will, das erfahren wir in der nächsten Folge. Schaltet da gerne wieder ein. Hier auf dem True Farming Kanal. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Schaut ganz gerne bei allen anderen vorbei. Natürlich auch bei Tino und Freezy, wenn der irgendwann mal seinen Kanal wieder hat, ne? Ihr wisst Bescheid. Aber schaut nicht Buddy, das lohnt sich nicht. Nee, Buddy braucht er nicht schauen, das lohnt sich gar nicht. Kauf mein Merch. Wunderschönen Tag noch, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.